Yo Leute, willkommen zu einem weiteren Vlog. Also ich habe auf jeden Fall schon blonde Haare. Und auf jeden Fall, wir sind hier gerade bei Wasserfall Pont-Lang. Und hinter mir sind ein paar hübsche Mädels, die verstehen meine Sprache eh nicht. Auf jeden Fall, wir sind in Nakhon Sawan. Gang Pen Pet. Genau, Gang Pen Pet. Und ja, ich werde euch auf jeden Fall diese wunderschöne Naturort auf jeden Fall zeigen. Und ja, wir zeigen euch die Scenery. Jo Leute, wir gehen auf jeden Fall zu dem Ort, wo wir halt schlafen werden. Und mit dabei ist mein Cousin. Hallo. Ja, also ihr kennt auf jeden Fall vor den letzten zwei Vlogs davor. Und dort hinten gibt es auf jeden Fall noch so zum Baden, Wasserfall, ganz shit halt, ne? Und Peace! Also Leute, also der Baum dort vorne sieht aus wie so eine Sense. Sieht richtig geil aus. Also, das ist eine E-Zigarette. Ich bin Vapor geworden, ich rauche nicht mehr, aber das zu einem anderen Video. Auf jeden Fall, ja, es hat gerade geregnet. Ist kein Mensch mehr da, ne? Aber ja, wir gehen jetzt trotzdem mal erkunden, was es hier so gibt. So. Ja, lass uns los! Wow! Hi, Eonisi, Kimbai. Ah. Hey, meine Friends. Wir sind ja gerade bei dem Wasserfall hier. Gleich schon in der Nähe. Da unten werden wir morgen schwimmen. Das ist gefährlich so. Ja, es regnet zwar. Ziemlich viele Menschen hier, ist auch okay so, wir sind für 2 Tage hier, also wir übernachten hier 2 Tage und ja, eigentlich für die Entspannung so, bis wir dann wieder zum Strand gehen, wo halt viele Partys und so abgehen und ja, es sind alles zu Entspannung. Also, ich muss jetzt ein bisschen schreien. Weil das Wasserfall hier laut ist, ich habe kein Mikrofon an meinem Körper. Und auf jeden Fall, es ist sehr schön, denn diese Tropfen auf meiner Haut so, es fühlt sich einfach erfrischend an. Und ja, zu schreiben bin ich ja nicht gewohnt so. Also auf jeden Fall, der ist mega nice so. Kann ich jetzt mal die Kamera halten. Und da vorne seht ihr, ich weiß nicht, ob es gefährlich ist, überhaupt da schwimmen zu gehen. Hier ist noch mein Cousin. Sag hallo. 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 Okay. Ja. Es sieht richtig geil aus. Ich glaube, das war der nächste Wasserfall, was ich jemals gesehen habe in dieser Größe. Auf jeden Fall, was haltet ihr davon? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Jo Leute, was geht? Wir haben jetzt mittlerweile den nächsten Tag. Hier vorne haben wir übernachtet. Ja? Ja, auf jeden Fall habe ich noch den... Also Leute hier, die hier arbeiten, also eigentlich hauptsächlich Militärleute. Und ob ich hier schwimmen darf beim Wasserfall, ging leider nicht. Aber wir werden erstmal jetzt was zum Essen suchen. Und ja, auf jeden Fall, meine Mom filmt gerade und sie soll nicht so weit weggehen. Und wir gehen was zum Essen holen. Bah! So. Jo Leute, wir sind jetzt gerade angekommen. Hier vorne können wir auch da zu essen drauf tun. Ich habe mir eine Pepsi geholt. Und da hinten gibt es auch eine Küche, da haben wir auch was zum Essen bestellt. Und ja, wir suchen nachher ein ruhiges Plätzchen und genießen das Essen. Ja. Wir haben jetzt das Essen bekommen. Und vorhin hat uns ein lieber Mann mitgenommen mit dem Auto, weil wir müssen gefühlt 2 Kilometer laufen, weil unser Auto jetzt momentan nicht da ist. Und ja, hier ist unser Plätzchen, die wir dort essen können. Ja, das ist eine schöne Brücke noch. Okay. So Leute, thailändische Lifestyle, einfach was kaufen und dann noch so ein Teppich. Gerade hier noch im Flussbereich essen.
sei uns gegönnt und wir sehen uns, wenn wir irgendwas Neues sehen. Also, Pose. Wir haben beschlossen, hier schwimmen zu gehen. Und ja, jetzt geht es erst richtig rein. You monster! Allein nur Fädler? Schon Fädler? So, mein Cousin ist hier gerade am Chillen. Das Wasser war sehr erfrischend, aber auch extrem kalt. Meine Mom vorne am Sport machen oder was auch immer sie am Machen ist. Und ja, ich chill hier erstmal und koche nämlich in der Sonne. Genau. Und ja, wir gehen nachher wieder hoch. Wow, hier sind auf jeden Fall jede Menge Schmetterlinge. Einfach an einen Haufen und kleinere Schmetterlinge und ja, ein Wald. Hier vorne geht es noch weiter. Hier. Ja. Hey Leute, es ist schon abends, schon spät und ja, auf jeden Fall, der Vlog wird hier gleich enden. Ne? Ich möchte noch mal abschließende Worte sagen, dass ich mich wirklich sehr geehrt fühle, egal wie viele Leute hier gerade zugucken. Ich weiß, dass ich immer wieder Werbung mache, so schon verständlich. Ja, das Licht blendet mir gerade komplett in die Augen so. Kann man ein bisschen mehr zeigen so? Da unten? Oh. Ist ein bisschen dunkel so, ich habe die Kamera nämlich alles auf. Und ich hoffe auch immer, dass ihr mich gut hört so, dass ich Spaß in dem Vlog habe, denn ich habe Spaß im Aufnehmen. Ja, also ich bin eher so gerade momentan in der ruhigen Phase, also im ruhigen Ort. Der Vater kommt noch auf jeden Fall. Und ja, in diesem Bereich hier ist eigentlich meistens still. Ich meine, hier ist Wasserfall, hier ist alles ruhig, die Leute sind ja alle sehr korrekt, also sehr harmoniebedürftig, sage ich mal. Und hier arbeiten auch Militärleute, also keine Mitarbeiter, Militärleute, die hier auf diesem Ort aufpassen. Ja, hier gab es ja so Kriege und sowas. Aber ja. Auf jeden Fall möchte ich mich herzlich bei euch bedanken, dass ihr wirklich alle mit am Start seid. Und ich möchte einfach nur so abschließend sagen, yo, das war's. Das war's mit dem Vlog. Und ich hoffe, der nächste Vlog wird auch besser. Ich versuche mich anzustrengen. Und ihr seid alle cool, wirklich richtig geil, Leute. Und ciao.